Nicht alle Szenen landen immer in Filmen und so sehen wir oftmals in Trailern mehr, als wir im letztendlichen Film sehen. Da aber auch einige Szenen nur für Trailer gemacht werden, stellt sich dann oft die Frage, bekommen wir dieses Material dann nochmal irgendwann oder nicht? In Spider-Man Far From Home hat man jetzt einen deutlich schöneren und vielversprechenderen Ansatz an dieses Problem gefunden und ich erzähle euch heute, wie das läuft. Achtung, im Video sind zwar keine wirklichen Spoiler zur direkten Handlung des Films, aber wenn ihr ganz penibel seid, ich spreche jetzt halt über den Film. Wisst ihr Bescheid? Warum klickt ihr überhaupt auf so ein Video, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt? Was ist denn los mit euch? Ich bin jedenfalls Luke, wünsche euch herzlich willkommen und dann legen wir mal los mit diesem kleinen, reingeschobenen Video-Schmankerl über die fehlenden Szenen in Far From Home. Aber bevor wir loslegen, Malternativ haut seine Zuschauer ja jetzt immer so ein bisschen nach Likes an und die verbrennen den Like-Button regelrecht. Wollen wir mal versuchen, das zu toppen und gleichzeitig meinen Channel helfen, eben besser angezeigt zu werden? Knallt doch einfach mal unten ein Like rein, wenn euch das Video am Ende gefallen hat und vielleicht hilft das ja über den Algorithmus dann eben noch mehr Leute hier zu erreichen und das Video zu präsentieren. Aber jetzt mal wirklich zum Thema. These no. No banana. Great. Two weeks in Europe. It's gonna be great. I'm just gonna enjoy my trip, hang out with MJ. You look really pretty. And therefore I have value? No, that's not what I meant. I'm messing with you. I think she really likes me. That's really nice. Really reminds me of when. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! You got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not? Alone. Your friends are in trouble. What are you gonna do about it? You don't want any part of this. He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sup, loser? Spider-Man Far From Home hat viel Presse bekommen und dazu gehörten einige sehr actionreiche Clips von Spider-Man im Iron-Spider-Anzug in Action. Doch Kinozuschauer mit den Argusaugen stellten im Saal fest, what? Die eine Szene fehlte, zusammen mit einigen anderen kleinen Teilen, die besonders die ersten Trailer zeigten. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Yeah. Mini twos, please. Mm-hmm. Take down the Manfredi mob. Yeah, I did. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. Diese Fragen stellten auch einige der Pressemitglieder, die bereits in den vergangenen Wochen die Möglichkeit hatten, den Film zu sehen und danach die Darsteller eben zu interviewen. Ich nicht. Und sie bekamen auch prompt die Antwort, wo diese Szenen eigentlich gelandet sind. Nein, sie wurden nicht explizit für den Trailer gedreht und sollten in der Tat eigentlich im Film sein und standen so auch genau im Skript. Doch wie das eben so oft in diesen Filmen ist, stellt sich beim finalen Schnitt dann heraus, dass nicht alles, was auf dem Papier cool und flüssig wirkte, auch wirklich für die Leinwand cool und flüssig ist. Und ihr müsst wissen, der Schnitt dieser Filme ist meist erst wenige Tage vor dem finalen Release des Films fertig. Bei Avengers wurde zum Beispiel die Post-Credit-Scene mit dem Shawarma-Laden erst nach der Premiere am selben Abend gedreht und dann in den finalen Film eingeschnitten. Im digitalen Zeitalter geht es nun eben mal auch einfach sehr schnell, diese Änderungen durchzuführen und somit kann man sich zumindest meistens die Zeit lassen,
auch nochmal über den Film zu gehen und nochmal. Ja, einige Filme- und Serienmacher korrigieren ihre Werke ja sogar noch im Nachhinein oder es werden Szenen in Re-Releases hinzugefügt, um noch einmal mehr Leute in die Kinosäle zu locken, wie eben zuletzt bei Avengers Endgame. Und ähnlich wie hier schaffen es auch nicht alle Szenen in Far From Home, denn euch wird aufgefallen sein, dass der Film in den ersten Minuten sehr schnell geht. Im ersten Moment ist Peter noch in New York und schwupp sitzt er im Flugzeug nach Europa. Eine Szene, in der Peter einen kriminellen Familienclan hochnimmt und der Polizei übergibt, bevor er diesen ankündigt, jetzt Urlaub zu machen, landete komplett auf dem Boden des Cutterraumes. Auch das Abholen von Peter Parkers Pass, der Einkauf im Deli, um Reiseutensilien zu kaufen und ein paar andere kleine Besorgungen und Erledigungen von Peter blieben aus dem Film fern. Das liegt daran, dass der finale Cut des Films sich gerade am Anfang sehr zog. Laut dem Regisseur haben sie also diese ersten Szenen komplett rausgeschnitten, um die Kids so schnell wie möglich nach Europa zu bringen, um dann die eigentliche Story und den eigentlichen Konflikt voranzubringen. Das ist verständlich, denn die Story des Films hat nun wirklich eigentlich gar keine Verbindung mit diesen Szenen, die da am Anfang stehen sollten. Und da diese auch sehr actionreich sind und der Rest des Films auch sehr viel Action hat, passt das gar nicht so wirklich an den Anfang, den er eigentlich noch relativ ruhig sein sollte. Auch nichts mit der Story dieses Videos zu tun hat, ist die Werbeunterbrechung, die ja inzwischen schon fest zu meinem Kanal gehört, aber um den Kanal für euch kostenfrei und stabil und ohne Sorge zu betreiben, ist das ganz einfach notwendig. Und heute möchte ich euch mal nicht über Patreon vollsülzen, auch wenn ihr mich da trotzdem supporten könnt, wenn ihr das gerne möchtet, oder auf dieses hammermäßig geile, exklusive Spider-Man X-Nerd Factory Shirt, was es nur noch diesen Monat und dann nie wieder zu kaufen gibt, hinweisen, sondern mal Audible zeigen. Auf Audible könnt ihr über den Link unten in der Videobeschreibung ein kostenloses Probeabo für 30 Tage abschließen. Wenn ihr Prime-Mitglieder bei Amazon seid, sogar 3 Monate und euch pro Monat ein kostenloses Hörbuch reinziehen. Ich persönlich empfehle euch da heute das Buch Spider-Man and Philosophy, The Web of Inquiry. Dieses Hörbuch beschreibt den philosophischen Aspekt Spider-Mans und welche Hürden er über die Jahre überwinden muss. Es geht darin um die generelle Essenz dieses Charakters und die Frage, ob mit großer Macht wirklich große Verantwortung kommt, ob Peter wirklich schuld am Tod Onkel Bens ist und was besondere Fähigkeiten und Talente für Verantwortungen mit sich bringen. Dieses Buch ist komplett auf Englisch, also solltet ihr dafür mindestens fließendes Englisch verstehen. Für alle, die das nicht können, habe ich aber auch etwas. Ihr könnt euch zum Beispiel das Hörspiel zu Der ultimative Spider-Man anhören. Das und dessen Comic-Grundlage ist die Basis für Tom Hollands Spider-Man und die Art und Weise, wie Spider-Man im MCU gehandhabt wird. Davon gibt es mehrere Ausgaben. Und die erste könnt ihr eben über den Link unten umsonst hören, wenn ihr dieses kostenlose Probeabo annehmt. Alternativ gibt es aber auch Avengers Endgame als Hörspiel mit den Originalsprechern der deutschen Fassung, ebenfalls über den Link unten, über das Probeabo umsonst. Das Beste mit dem Hören unterstützt ihr mich mit 5 Euro pro Probeabo und wenn es euch gefällt, könnt ihr das am Ende der 30 Tage einfach zu einem vollen Abo machen und ich bekomme nochmal etwas Geld von Audible. Danke an alle, die das jetzt machen, ihr helft mir und dem Kanal echt weiter und ansonsten geht's jetzt mal wieder direkt zurück zum Video. Doch, keine Angst, es wird keinen Re-Release geben, in dem diese Szenen dann irgendwie angehängt werden und es werden auch keine halbfertig animierten Blu-ray- bzw. DVD-Extras, wie es ja Marvel oftmals bei solchen Extra-Releases macht. Ich persönlich bin da immer sehr traurig, dass man sich da nicht noch die paar Tage nochmal genommen hat, um diese Extra-Szenen fertig zu animieren. Klar, das kostet Geld und alles, aber es wären so schöne Extras für die Blu-ray und diese halbfertigen Animationen geben zwar schöne Einblicke in den Produktionsablauf, aber die fertige Version wäre halt einfach wirklich schön zu sehen. Und ganz ähnlich sieht das wohl auch John Watts, der Regisseur dieses Films, denn im DVD- und Blu-ray-Release von Spider-Man Far From Home wird ein Kurzfilm beigelegt sein, der Peter Parkers Errands, also Peter Parkers Erledigungen heißt und wir sehen, was er eben vor seiner Reise so macht und wie er seine To-Do-Liste abhakt. Er holt eben Reiseutensilien, seinen Pass, generell ein paar Dinge für den Europa-Trip und nebenbei nimmt er eben diese komplette kriminelle Familie noch hoch, um erstmal für Ruhe in New York zu sorgen, während er weg ist. Und ähnlich wie die guten alten Marvel One-Shots wird dieser Kurzfilm also wie gesagt mit der Blu-Ray kommen und trotzdem wird es aber ein paar kleine Deleted Scenes und Extras geben, soweit ich das verstanden habe. Ich persönlich hoffe ja, dass Marvel weitermacht, um eben diese kleinen One-Shots in das Universum zu bringen und die Lücken zwischen den großen Abenteuern zu füllen, denn so schön es auch ist, Spider-Man im Weltall, Washington, der Vorstadt in Europa zu sehen, ein Spider-Man-Film, der vollständig in New York spielt,
oder zumindest teilweise, wäre wirklich mal dringend notwendig. Und dieser Kurzfilm bringt uns zumindest einen Teil dieses Gefühls mit dem Blu-ray-Release. Bis der kommt, wird es aber wohl noch 3-4 Monate dauern, also bleibt stark bis dahin. In knapp einem Monat sollte dann langsam ja auch mal die deutsche Version von Avengers Endgame erscheinen und auch da wird es vermutlich noch ein paar Szenen geben, die auch nicht in dem Extended Release auftauchen. Denn dort im Kino, und Achtung Spoiler, falls ihr das nochmal im Kino sehen wolltet, sehen wir vor allem erstmal ein Tribut an Stan Lees ganze Cameos, welche sehr spannend und rührend sind. Die erste Szene aus Spider-Man Far From Home, genau wie sie im Kino läuft, und vor allem eine Deleted Scene, in der Hulk auch mal ein bisschen zeigt, dass die Avengers während des Blips, so nennt man übrigens jetzt die offizielle Zeit zwischen den Snaps, trotzdem Heldentaten vollbracht haben und rumvengiert haben. Und so hat Banner Hulk dort in, wie eben beschriebenen, halb gerenderter Form die Handvoll Leute aus dem brennenden Haus gerettet. Wie gesagt, ich finde es schade, dass die Szenen nicht komplett fertiggestellt werden, besonders wenn man die noch als Verkaufsargument an einen Film dranhängt im Kino für 14 bis 17 Euro. Was haltet ihr denn davon, dass diese Deleted Scenes zu einem Kurzfilm umgebaut werden? Und glaubt ihr, das könnte sich in Zukunft generell etablieren? Schreibt das mal in die Kommentare und stimmt hier oben ab, was eure Meinung dazu ist. Ansonsten Video liken nicht vergessen, wenn ihr noch nicht habt. Abonniert doch gerne den Kanal für mehr solchen Content und aktiviert auch die Glocke. Das hilft mir und euch und allen weiter, den Content besser rauszubringen, um eben kein Video zu verpassen. Hier findet ihr jetzt noch die Top 5 Spider-Man Suits und da meine spoilerfreie Fanboy-Review zu Far From Home. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen im Podcast. Diesmal wirklich morgen. Bis dahin, Rinnihauen.